herzlich willkommen hier bei Jägerhof TV. Herzlich willkommen bei Let's Play Train Simulator 2015. Ja, das ist eine absolute Premiere für mich. Ich bin der Game Tycoon und ich mache hier mit euch gerade mein allererstes Let's Play überhaupt. Mein erstes Let's Play zu Train Simulator. Ja, und mein erstes Let's Play für die Community. Und ich habe mich für Train Simulator 2015 entschieden, weil er erstens mal ganz neu ist und zweitens mal, weil es genau unsere Kategorie ist. Wir machen nämlich aus der Community hauptsächlich Let's Plays, Let's Tests von Spielen wie Euro Truck Simulator, Train Simulator, OMSI wird dabei sein und noch vieles mehr. Und ich möchte euch heute mal den Train Simulator 2015 vorstellen, denn es gibt auch eine Neuerung. Für alle diejenigen, die die 2014er Version, so wie ich schon kenne, da gab es das Tutorial, das ist jetzt hier unterteilt in zwei verschiedene Bereiche. Das ursprüngliche Tutorial von früher, das gibt es immer noch. Allerdings hat man sich dann dazu entschieden, um schneller ins Spiel reinzukommen, die einzelnen Lokomotivenarten in kleine Szenarien aufzubauen. Und wir wollen heute mal eine deutsche bzw. europäische Lokomotive fahren, die BR189, eine E-Lokomotive. Und man sieht gleich hier, da geht auf der rechten Seite eine Tabelle auf, in der jetzt also ganz viele kleine fünfminütige Szenarien drin sind, in der alles genau erklärt wird. Hier vorne ist ein Szenario-Name und damit wir uns auch schön an die Reihenfolge halten, fangen wir heute mit dem Szenario A01 an. Da geht es um die primäre Steuerung einer solchen Elektrolokomotive und ich drücke einfach mal auf Start. Wir laden das Spiel, es dauert auch einen kleinen Moment. Ja, extra für euch habe ich meine alten Spielstände alle gelöscht. Ob das ein Fehler war, wird sich noch herausstellen in meinen Let's Plays, die ich hier mit euch gemeinsam mache. Wir schauen mal rein, mal gucken, wie es so wird. Aber ich denke, es wird richtig gut werden. Ja, Train Simulator 2015. Mein werter Kollege, der Circular, der ist schon seit einigen Tagen, seit zweieinhalb Wochen inzwischen dran und macht jeden Tag Let's Plays zu einem anderen Spiel, das heißt Train Fever. Da dürft ihr auch gerne mal reinschauen, ist bereits auf YouTube online mit einer großen Playlist inzwischen von 15 Folgen. Ich hänge ein bisschen hinterher, werde aber versuchen, ihn einzuholen. Mal gucken, ob es klappt. Irgendwann wird es ja wohl hinhauen. So, jetzt müsste er langsam geladen haben. Jawohl, da ist sie, die BR189. Eine E-Lokomotive, die wir jetzt im Einzelnen hier erklärt bekommen zur Fahrsteuerung. So, wir werden nun lernen, diese Lokomotive zu fahren und wieder anzuhalten. Die Kamera stellt sich automatisch um, sobald alle Steuerungen korrekt bedient wurden. Na gut, dann schauen wir mal. Aha, das ist also der Pantograph. Der nimmt Fahrstrom aus der Oberleitung auf. Durch Heranziehen des Hebels heben Sie den Pantographen. Im Moment ist dieser aber schon groben, okay? Dann machen wir mal weiter. So. Lassen Sie uns nun losfahren. Sie müssen die Fahrtrichtung einstellen und Motorleistung anlegen. Es gibt drei Aspekte beim Fahren. Pantograph, Bremsen und Motorleistung. Okay. Dann bestätigen und nach vorne damit. So, die Bremsen bringen den Zug zum Halten. Drücken Sie den Hebel vollständig nach vorne, um die Bremsen zu lösen. Alles klar. Machen wir. So, haben wir gemacht. Und dann der Leistungshebel regelt die Motorleistung. Drücken Sie den Hebel etwas von sich weg, um zu beschleunigen. Jo, dann gehen wir mal. Schauen wir mal, ob wir losfahren. Jawohl. Oh, hört ihr das, wie sich im Hintergrund die Elektromotoren, wie die starten? Hört sich ja richtig gut an. Wow. Bin echt begeistert. So, stellen Sie den Leistungshebel zurück auf Minimum, um die Geschwindigkeit zu halten. Okay, wir benötigen keine Motorleistung. Dennoch, Luftwiderstand, Gewicht
Zuges und Steigerung können den Zug abbremsen. Daher kann etwas Leistung nötig sein. Oh gut, das haben wir jetzt hier nicht. Das ist ja eine gerade Strecke. Wir fahren ja schon 40 Stundenkilometer fast. Das sieht man hier. 100 wäre erlaubt. Okay. Ja. Sieht schon mal gut aus, diese Academy-Abschnitte. Da kann man also recht flott lernen. Das gefällt mir sehr gut. Im 2014er habe ich die ganzen Tutorials noch durchspielen müssen. War etwas anstrengend, ehrlich gesagt. Aber dafür ging es dann hinterher umso besser. Hat definitiv auch alles nicht auf Anhieb geklappt. Wird hier bei mir auch nicht so sein. Und ich verspreche euch, ich werde es nicht schneiden. Ich werde es auch nicht neu anfangen. Oder so lange spielen, bis ich es kann. Wir machen aus den Let's Plays auch gerne mal ein paar Let's Fails. So. Irgendwie? Ah ja. Nun müssen wir anhalten. Dazu benötigen wir die Zugbremse. Ziehen Sie den Regler ein wenig zu sich heran, um die Bremse zu aktivieren. Ja. Ja. Das geht flott. 30% Leistung haben wir jetzt hier auf der Bremse. Man sieht es auch, geht schön schnell runter. Ob das allerdings bis zum Ende reicht? Oh. Denn so eine Lokomotive hat ja auch ein paar Tonnen auf dem Buckel, ne? Ja, scheint zu funktionieren. Dann machen wir es auch gleich richtig. Schauen uns an, wie wir hier schön bis mit der Tür hier an diese kleinen Treppen da fahren, dass wir auch aussteigen können. Ja, erfolgreich gestartet und wieder angehalten. Das waren die ersten 5 Minuten des Szenarios A01, primäre Steuerungen. Wir schauen gleich mal weiter. Wir haben noch Zeit für eine zweite Ausgabe. Da gibt es nämlich noch die sekundären Steuerungen. Da klicken wir mal auf Start, wenn das Laden dauert, einen kleinen Moment. Ja, sekundäre Steuerung, was sind das bei einer Lokomotive? Das sind so Sachen wie Scheibenwischer, Licht, Hupe, was man alles so braucht. Ich muss allerdings dazu sagen, in der Ausgabe von 2014 habe ich die Hupe selten gebraucht, denn wenn ich wirklich mal einen Spielabschnitt mit 1000 Punkten, also mit vollen Punktzahlen abschließen wollte, durfte ich die Hupe nicht benutzen. Das habe ich immer angekreidet bekommen mit unerlaubtes Benutzen des Fahrsignals oder wie auch immer das genau hieß. Da habe ich also immer Punktabzug bekommen und ich habe es dann hinterher gelassen. Wenn ich dann so freie Fahrten mal gemacht habe, da war das dann schon klasse, wenn man mit so einer kleinen S-Bahn durch die Alpen fährt, am Starnberger See vorbei und dann mal ein bisschen durch die Täler hupt. Hat sich ganz gut angehört. So. Jetzt müssten wir auch hier gleich die sekundären Steuerungen sehen. Oh ja, es regnet. Hab's befürchtet. Das ist so. So. Willkommen im Fahrerstand der BA189. Sekundäre Steuerung. Meldung schließen. Jawohl. So. Es ist dunkel draußen. Also schalten wir das Spitzensignal ein. Okay. Hier. So. Erstmal bestätigen. Ah, das ist es. Okay, da sieht man es auch hier. Da die kleine Glühbirne, die steht jetzt auf 3. Oh, was habe ich denn da für eine komische Ansicht? Es beginnt zu regnen. Schalten wir die Scheibenwischer ein. Bin ich doch. Bin ich das? Offensichtlich. Ja, die Shadows habe ich auch noch nicht gesehen. Na, was Neues. So, Scheibenwischer. Der ist da unten. Klare Sicht. Jawohl. Da ist das Horn. Das mag ich doch nicht. Gut gemacht. Nun weiß jeder, dass sie kommen. Na gut. Ob das positiv ist, wird sich noch herausstellen. Ja, das war schon dieser Bereich A02, sekundäre Steuerung. Hab ja gesagt, bei der Academy geht alles ein bisschen flotter, ein bisschen zügiger. Kleines Wortspiel. Schauen wir mal, ob wir noch einen Abschnitt haben, der A heißt. Nein, haben wir nicht. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen noch als drittes hinten dran den Bereich B.
Das ist dann, ja genau, das ist dann die Sicherheit. Da geht es um das Sicherheitssystem. Das bekommen wir jetzt nämlich auch erklärt. Das ist im tatsächlichen Zugleben eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn so ein Zug mit 30, 40, 50 Waggons voll beladen kann natürlich ganz schön schwer sein. Kurzum, der hat natürlich auch einen entsprechenden Bremsweg. Und was macht man, wenn der gute Fahrer gerade mal den Herzkasper hat? Das ist nicht gut. Dann rollt der Zug und rollt von hier, ja, bis nach Dänemark. Sofern ihn nicht irgendwas anderes aufhält. Und darum gibt es da ein sogenanntes Sicherheitssystem, das vom Fahrer kontinuierlich in einer gewissen Zeitspanne betätigt werden muss, damit der Zug auch weiß, ah, da sitzt noch einer am Steuer, der Mann lebt noch, der kann noch fahren. Kanu fahren, genau. Nein, Zug fahren, nicht Kanu fahren. Ja. Er lädt und lädt und lädt, aber das kennen wir ja schon. So, wir fahren schon mit der Lokomotive. Das gefällt mir persönlich jetzt noch nicht so. Ich fahre lieber gerne auch an. Aber, wie gesagt, kleines Szenario. Gucken wir mal. Willkommen im Fahrerstand. Das Übliche. Heute lernen Sie das Sicherheitssystem SIFA kennen. Die Kamera stellt sich automatisch um. Das Fahren eines Zuges ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ein fahrender Zug ohne Zugführer ist eine ernste Gefahr. Daher prüft das Sicherheitssystem, ob der Zug noch in sicheren Händen ist und sich jemand an den Steuerungen befindet. Starten Sie mit dem Aktivieren des Sicherheitssystems. Drücken Sie dazu die Umlaut plus Numpad-Eingabe auf der Tastatur. Okay, ich denke mal, mit Umlauttaste ist die Umschalttaste gemeint. Das werden wir jetzt mal testen. Also Umschalttaste und Eingabetaste vom Numpad, ja, hat funktioniert. Also wie gesagt, das ist die Taste, mit der man die Großbuchstaben schreibt, die ist gemeint. Da könnte auch noch eine kleine Korrektur dann wahrscheinlich kommen. Ja, in dieser Lokomotive nennt sich das Sicherheitssystem Sicherheitsfahrschaltung oder SIFA genannt. Wenn ich den Alarm nicht betätige, dann geht das Sicherheitssystem davon aus, dass ich nicht mehr an den Fahrkontrollen bin und der Zug wird automatisch abgebremst. Ich habe nur wenig Zeit, um den Alarm zu betätigen. Ich muss wachsam sein. Gut, dann probieren wir das mal. Der Zug fährt bereits. Es wird alle 30 Sekunden ein SIFA-Alarm ertönen. Ich lasse mich überraschen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es hier auch ein kleines Display dafür. Muss irgendwo was in dem Bereich, ich glaube hier ist es, dann ein Lämpchen leuchten, wenn die SIFA abfragt. Die SIFA prüft, ob sich noch jemand an den Steuerungen befindet. Betätigen Sie den Alarm mit Eingabe auf dem Ziffernblock der Tastatur. Okay, Lämpchen ist an, aber einen Alarm habe ich nicht gehört. Keine Ahnung, woran es liegt. Betätigt haben wir es. Signal ist wieder aus. Wir dürfen weiterfahren. Der Zug rollt auch noch. Und das Szenario ist auch komplett. Ja, dann habe ich mit euch die ersten drei Academy-Bereiche zu dieser Lokomotive durchgespielt. Wir haben die A01, die A02 und die B01. Wir sind auch schon am Ende meiner ersten Premierenfolge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen kleinen Kommentar oder ein Like. Ich werde mich gleich an die zweite Folge dran machen. Veröffentlichung der ersten Folge wird heute sein, 1. Oktober. Da beginnt diese Staffel. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns bald in Folge 2. Euer Game Tycoon. Ciao, ciao.